Ja, moin moin und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Dankeschön, dass du da bist. Wir zocken in der weiteren Runde Song of Horror. Wir waren ja hier an der Verteilungskasten. Wir wollten ja die Sicherung reindrücken hier. Und das probieren wir einfach nochmal aus. Nee, das war das Licht. Genau, hier war das. Wir hatten ja schon ein paar Mal probiert gehabt, wie wir das machen können. Wir gucken uns den Sicherungskasten nochmal genau an. Weil das muss ja möglich sein, dass wir den irgendwie hier lösen können. Also, wir haben hier einmal 25 Ampere, 50 und 30 Ampere. Gehen wir davon aus, dass Ampere ist. Und da haben wir dann die vier Sicherungen. Gut, wie können wir denn das machen? Wir hatten ja einmal so ausprobiert gehabt. Das hat nicht funktioniert. Wir nehmen einfach mal die 10. Wo können wir denn die 10 hinpacken? Müssen wir gucken. Wir haben... Wie laufen denn die Kabel? Also in dem ersten, oben links, kommt ein grünes, ein blaues und ein rotes Kabel raus. Okay. Okay, wo können wir dann die 10 hinpacken? Wir müssen ja... Wie läuft das Kabel denn? Mal gucken, einmal gucken. Ja. Da läuft... Da kommt da einmal das blaue Kabel ran. Und noch ein Kabel? Ne, nur das blaue kommt da ran. Also kriegt der... Okay, würde er nur 10 kriegen, wenn wir den 10er da reindrücken, würde er nur 10 bekommen. Hier laufen zwei rote. Einmal vom linken und einmal vom rechten. Also muss da ja eine höhere Sicherung rein, würde ich sagen. Weil der kriegt... zieht er dann von 2 ab. Der hat hier zwei grüne. Ja. Und der hat nur ein gelbes. Okay. Okay. Ja. Machen wir hier die 10 dahin. Haben wir 20. Wo könnten wir dann 20 hinpacken? Unten. Wird aufgeteilt werden. Machen wir der 20 dahin. 15. Ah. Machen wir 15 dahin. Und dann kommt die 25 nach unten. Aber kommt das hin, Freunde? Das ist die Frage. Verdammt, ich habe halt eingesetzt. Gut, dann müssen wir das nochmal ändern. Okay. Wir könnten ja mal gucken, wie wir es genau machen. Also wir nehmen nochmal die 10. Dann packen wir mal die 10 hier unten hin. Und die 15. 15 Ampere. Wo packen wir die da hin? Also von der 10 sind ja zwei Kabel. Also einmal 5 geht da rein und 5 geht da rein. Also haben wir aufgeteilt. Okay. Was ist mit dem hier? Da haben wir ein rotes Kabel und noch ein rotes Kabel. Dann würde bei dem... Von der, warte, Moment mal. Da würde 10 hingehen. Ja, wir machen einfach mal die 15 dahin. Was haben wir denn hier noch? 20. 20. Können wir die 20 dahin packen? Packen die 20 dann mal dahin. Mit von dahin. Ah, wir haben sogar richtig eingesetzt. Da. Mehr Glück als... Gut, dann können wir den Lichtschalter machen. Wunderbar. Haben wir Licht. Super. Dann haben wir im Haus jetzt Licht. Dann können wir jetzt hier... I came to fix the electricity. But that doesn't seem like the most important thing right now. Aber wir können dann doch einfach... What the fuck war das? Was zum Teufel war das? Da war eine Hand. Habt ihr es gesehen? Da war eine Hand drin. Aha. Okay. Gut. Wir gehen mal vorbei. Schrank hier. Da hätten wir auch noch was gehabt.
Das ist die Vase, ne? Die komische dicke Vase war das. So. Hier haben wir einen Safe gehabt. Wir könnten doch jetzt einfach mal in die Garage gehen. Wir haben doch da jetzt einen Strom hingemacht. Um das Garagen drauf zu machen. Wo war denn die Garage? Wie sind die Treppe hoch? Dann müssten wir einfach genau hier durchgehen. Hier können wir durchgehen. War das geradeaus oder war das... Ja, die geradeaus müsste es gewesen sein. Das müsste die hier gewesen sein. Öffne mal die Tür bitte. Okay. Hier haben wir die Garage und ich hatte mir doch den komischen Dings gehabt hier. Können wir... Ja. Den Boiler. Okay. Aber warum kriegen wir den Boiler jetzt nicht an? Ich könnte jetzt zwar was drücken, aber irgendwie klappt das hier noch nicht ganz. Gut, dann müssen wir da mal... Aber wir hatten noch hier... Die Fernbedienung hatten wir doch gehabt hier. Wir hatten noch die... Können wir da hinten gucken? Ah, hier haben wir noch einen... Junge, für den Boiler. Hier linken Knopf. Wir haben Knopf. Ja, na, das muss ich den rechten Knopf. Nutzen Bayer, können sich die Notfallkarte irgendwie gedrückt haben. Aha, also was? Also linker Knopf. Start ist der mittlere Knopf. Und das Lernen ist der rechte Knopf. Aha. Okay. Den mittleren Knopf müssen wir drücken. Da passiert nichts. Und das war ausschalten. Aber wie jetzt? Was jetzt? Okay. Also wir kriegen den hier nicht, noch nicht an hier irgendwie. Den Boiler. Schade. Warum kriegen wir... Also, was stand da drauf? Drücken Sie den linken Knopf. Ja klar, starten drücken Sie den mittleren Knopf. Ja. Dann drücken Sie den rechten Knopf. Ja, Fehlfunktion, die eine Alternation des Boilers verhindert, können Sie hier eine Nötabteilung durchführen, indem Sie den blauen Knopf 4 Sekunden gedrückt halten. Aha, der blaue Knopf. Welcher war denn der blaue? Das war an. Das ist der rote. Okay. Das ist der grüne. Und das ist der blaue. Wir halten. Du musst die Heizung einschalten. Was? Ach so. Okay. Hab ich jetzt ausgeschaltet? Okay. Aber ich hab... Aber Moment mal. Konnten wir hier nicht irgendwie... Könnten wir nicht die Garage hier irgendwie aufmachen? War das nicht so möglich, dass... Wir hatten auch hier die Fernbedienung gehabt. Sag ich doch. Wir haben doch die Fernbedienung gehabt und wir haben doch den Strom. Können wir doch hier rausgehen. Und mal draußen gucken, was hier so draußen ist. Okay, ein kaputtes Auto. Haben wir hier. Okay. Stadtkabel. Okay. Haben wir noch mehr? Nee. Die Batterie fehlt. Was haben wir sonst noch? Haben wir noch irgendwas? Was vielleicht interessant ist? Wir haben noch einen Grill. Ja gut.
Okay. Hier auf dem Tisch ist auch nichts. Was ist hier hinten? Hier hatten wir noch eine Tür. Was haben wir hier? Eine Bank. Okay. Mal gucken, was ist denn... Oh, da hätten wir auch noch was. Gartenarbeit. Ja, schon klar. Und was ist mit der Tür hier? Okay, bei der Tür scheint wohl nichts zu sein. Dann können wir da mal versuchen reinzugehen. Ach, nope. Okay, der Dienstboteneingang. Okay, ich wusste gar nicht, dass die Angestellten haben. Gut, dann haben wir jetzt auch ein Startkabel. Wofür brauchen wir das Startkabel? Können wir das irgendwie kombinieren? Batterieflammen, ja, gut. Ja, gut, okay. Haben wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen was gefunden. Können wir hier wieder reingehen. Aber können wir hier nichts machen? Warum können wir hier nichts machen? Ja gut, okay. So rum. Nein. Oh, vielleicht können wir ja beim Motorrad was machen hier. Okay. Hallo? Nee, falsch rum. So rum. Danke. So, jetzt die Treppe hoch. Danke. So, dann gehen wir hier wieder rein. Was könnten wir mit einem Startkabel denn machen hier? Oder Batteriekabel oder? Das ist eine gute Frage. Wir haben zumindest erstmal Licht hier. Das ist schon mal gut. Könnten wir... Ja, die Taschenlampe machen wir an. So, wir schauen erstmal mal auf die Karte. Also, das ist das, wo... Ah, da hinten hätten wir... Ah, das ist die Tür... Aha. Okay. Wir hätten im Wohnzimmer irgendwas. Wir gucken mal hier ins Wohnzimmer mal rein. Nochmal. Bitte was? Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, das ist die Lampe. Konnten wir nicht hier irgendwie was machen? Doch, stimmt. Wir wollten doch hier... Ah, nee. Genau, da mussten wir noch das Feuer machen. Aber hatten wir nicht... Moment, hatten wir nicht irgendwas gehabt? Nee. Schauen wir mal. Gut, dann gehen wir wieder auf den Flur. War es hier? Ja. Hier war das. Können wir wieder auf den Flur gehen. So. Geradeaus war dann das Esszimmer. Gehen wir ins Esszimmer nochmal rein. Wir haben ein paar Bilder und sowas gehabt, ne? Ein Spiegel. So. Und hier war doch auch noch ein Rätsel. Oder nee, hier hatten wir irgendwie konnten wir irgendwelche Dinge sehen. Da. Ja. Aber auf der anderen Seite steht doch was da. Oder irre ich mich hier? Ich doch was. Ja, gut. Aber hier haben wir nichts. Können wir hier nichts aufnehmen? Da war das Fenster hier auf. Was ist hier? Das war ja der Raum. Hier haben wir noch so einen Plattenspieler.
Okay. Sonst haben wir eigentlich gar nichts hier, ne? Da war die Tür, die verschwunden ist. Aber sonst haben wir hier nichts liegen, was man benutzen könnte. Gut, was haben wir noch? Ah. Na gut, dann gehen wir hier wieder raus. Es scheint ja wohl unten nichts mehr zu sein. Glaube ich zumindest. Who the hell is there? Was zum... Ah! Oh! Pucha, that damn door! Was ist hier los? Okay, ich höre da nichts. Wollen wir da reingehen? Welche Tür ist denn das? Es ist die Tür vom Zwischengang, ne? Wir hören nochmal. Ich höre da nichts. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Gucken, was hier ist. Okay, aber hier war nichts. Ein Fenster ist hier auch nicht auf. Okay. Also, was war hier? Da könnten wir in die Küche gehen. Oder auf den Flur. Wir gehen nochmal in die Küche. Gucken. Vielleicht ist was in der Küche. Können wir hier was von der Küche irgendwie mitnehmen? Hier unten hatten wir ja das Kabel gehabt. Nee. Und hier hatten wir ja auch noch. Haben wir. Das war doch der Lager, komische Lagerraum hier von der Küche, ne? Der Abstellraum hier. Das hat hier auch nichts. Können wir hier nicht irgendwie irgendwas mitnehmen? Ist hier nichts zum Mitnehmen? Was brennen könnte? Da hinten war doch was. Hier. Nee. Gut. Dann scheint hier nichts zu sein. Also wir brauchen jetzt irgendwie eine Flüssigkeit oder irgendwas, was brennen kann. Vielleicht Papier oder... Liegt hier nicht auf dem Tisch was? Nee. Hier hinten könnt ihr da auch noch rein. Wir müssen einen Gasbrenner hier. Das ist der Vogel gewesen oder so. Aha. Dann haben wir den Schrank hier. Ja, gut. Huh. Okay, dann können wir da wieder durchgehen. Wir wieder auf dem Flur. Hm. Na gut, wir gehen mal nach oben. Wir gehen mal nach oben. Also, hier haben wir noch einen
Bild gehabt. Und hier vorne hatten wir auch... Ja, ja, das kennen wir aber alle schon. Das haben wir ja alle schon gesehen gehabt. Genau, das ist ja das Fenster hier. Waren wir ja schon drinne? In dem Raum? Das Arbeitszimmer hatten wir, den Balkon. Aber hier warten wir eigentlich auch schon drin, oder? Okay, da hatten wir eine... Rot. Ah ja, genau. Oh, ja, genau. Wir hatten hier den Schalter gehabt. Den Strom. Okay. Gehen wir doch mal rein da. Ha. Was ist das denn hier für ein Raum? Okay. Da haben wir Platten. Eine Puppe. Und was haben wir hier? Aha. Okay. Starting to worry. A few days ago, Mrs. Catherine started sleeping in Saul's room with the children. She's been avoiding me lately. Is she ashamed of something? Alexander and I have lived in this house for 16 years, with her and Mr. Sebastian. We've seen the children grow since they were babies. I don't understand this sudden change in attitude. Noch eine Puppe. Eine Puppe. Aha. Rote Stoffpuppe. Da unten. Aha. Ah, die könnten wir. Hm. Okay. Wir könnten die Puppe könnten wir kombinieren. Aber hier hatten wir noch. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir damit benutzen können? Oder nicht wirklich, ne? Ne, wir haben noch die alten Schallplatten hier. Aber sonst, das Licht flackert hier jedes Mal ein bisschen. Das ist, irritiert mich mega, Freunde. Okay. Waren wir hier auch schon fertig? So. Also, wir sind jetzt hier. Rechts ist das Badezimmer. Dann war die weitere Tür hier, da konnten wir nicht reingehen. Links konnten wir da auch nicht reingehen, weil da kommt, weiß nicht, was ist das? Schimmel oder was da an der Tür ist? Oder? Keine Ahnung. Eine komische... Zeug da an der Tür? Eine. Du musst dich verstecken, bevor du dich. Okay. Hast du mit der Karte mit dem Familien-Symbol angezeigt? Aha. Aha.
Ja, hier. Da, geh rein. Ab in den Schrank. Ja, okay. Wow, Freunde. What just happened? Everything seems to be back to normal. Have I lost my mind? Wow, was war das denn? Huh. Das war knapp. Okay. Ah, das ist ein Kinderzimmer hier irgendwie gewesen. Okay. Na gut. Oh, da haben wir aber ein Bild gehabt, irgendwie. Ein Bild, jemand kennt, haben wir irgendwie. Ah, jetzt wissen wir auch, wie alt der Sohn ist. Gut, dann könnten wir ja bald den Safe öffnen. Also er ist 7. Gut, dann haben wir schon mal das Alter. Haben wir noch was? Gut, dann könnten wir hier rausgehen. What? Okay. Da hat sich noch mehr. Aber wir können hier was kombinieren. In dem Raum. Gut, können wir irgendwas kombinieren? Ne? War doch hier. Ja, genau. Aber war das hier? In dem Schrank? Nee. Mhm. Nee, nicht ganz. Aber hier vorne. Hier in dem... Da. Da haben wir doch eine Puppe. Ach so, wir... Ah, genau. Die Puppe... ja, gut. Ist sie richtig da? Nee. So, das ist ja eine hübsche Puppe. Wir hatten doch noch irgendwie so ein... Ich guck mal da rein. Ah, okay. Da haben wir hier das Häuschen, wo wir die ganzen Puppen reinpacken müssen. Wir müssen gucken, wie wir die Puppen dann richtig hinpacken. Das waren... Wie viele Puppen waren das? 4, glaube ich.
Moment mal, wir hatten doch hier irgendwo, hatten wir doch noch. Hatten wir nicht irgendwo. Nee, das ist die rote Mappe gewesen. Hatten wir nicht irgendwo. Oh, wir haben noch ein Buch. Aha. Irgendwo, doch die Information gehabt. Wir gehen auf meinen Keller und probieren einfach mal den Safe nochmal aufzumachen. Zwar haben wir das Bild nicht gefunden, was oben weg ist, aber wir wissen jetzt zumindest, wie alt der Junge ist. Der ist halt 7 und die Hausnummer ist Nummer 4. Dann bleibt nur noch das Jahr, wenn das Haus gebaut wurde hier. Ja, gut, das könnte auch etwas älter sein. Gut. Dann gehen wir hier nochmal dann safe bitte. Danke. So, die Hausnummer war Nummer 4. Der Junge war 7. Und das Jahr, was für ein Jahr nehmen wir dann einfach mal? Auf gut Glück nehmen wir jetzt mal 1980. Mm-mm. Ah, passt nicht. Schade. Hätte klappen können. Also wir müssen unbedingt noch das Bild finden, um den Safe aufzukriegen. Weil da steht dann ja das Baujahr, sag ich mal, drauf. Hallo? Warum gehst du nicht rum? Jetzt geht's noch rum. Das Baujahr steht da noch drauf, wann das Haus gebaut wurde. Das brauchen wir jetzt noch. Dann können wir unten den Safe aufmachen. So, dann gehen wir hier nochmal auf den Flur. Aber wo könnte das Bild sein? Oben ist das Bild ja weggekommen. Das ist ja die Frage. Oben. Ich habe gesehen, was du noch nicht abonniert. Aber los jetzt!